So, da bin ich schon wieder. Also, ich bin noch nicht bereit, auf gar keinen Fall. Ich will erstmal noch mit allen Leuten hier sprechen, die mir eventuell helfen können. Ich kämpfe gegen Robocop, hallo? Sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also kriege ich vielleicht noch tolle neue Sachen. Also auf jeden Fall denke ich mal, dass mir das den Kampf einfacher machen wird gegen den Kollegen. Oh mein Gott, oh, aufstoßen wir heute hier. So. Wupp. Der kann mir doch bestimmt was über die Augmentierungen sagen. Außer kann er mich mal eben zusammenfliegen, wenn ich mir das mal so angucke. Hi, na? Ich brauche Ihre Hilfe, um ein altes Armprothesenmodell unschädlich zu machen. Sensotec 3DS 1200, hm? Die werden mit Sicherheit nicht mehr hergestellt, aber gute, solide Bauweise. Ich werde gar nicht erst fragen, wieso du an einem von denen herumbastelst. Ich fürchte, ich weiß nicht viel darüber. Lass mich nachsehen. Womöglich habe ich irgendwo noch eine alte Broschüre. Ja, hier ist eine. Darin sollten die technischen Daten verzeichnet sein. Du kannst die Frequenz, auf der es operiert, erkennen. Das wird dir helfen, wenn du einen Radiotransmitter bei der Hand hast. Ah! Stell diese Frequenz ein und er wird den Arm überladen, solange er sich in einer angemessenen Reichweite befindet. Ach so. Ah, okay. Einmal kurz 50 Credits ausgeben. Gerne. Ja. Achso, ich kann ja eh nichts kaufen, ne? Limit erreicht. Bla 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 bla. Interessiert mich nicht. So. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal. Und vor allem haben wir schon mal eine Funktion für den Radiotransmitter. Muss ich nochmal zum Decker? Wir gehen nochmal zum Toni. Mit dem habe ich, glaube ich, gerade nicht gebrabbelt, oder? Im letzten Part, ich weiß es nicht mehr. Ich habe immer ein halbes Auge noch auf meinem Kontrollmonitor. Wie gesagt, ne, nur für den Fall der Fälle, falls da mal doch mal Standbild wieder kommen sollte. Das macht es ja mal ganz gerne, ne? So, was geht bei dir? Nein, ich bin nicht bereit. Was hast du für mich? Hey, Dex. Hast du noch jemand für... Nee. Ach doch, ich war bei dem wohl schon mal. Sorry. Jetzt habe ich wieder 43 Sekunden eures Lebens verschwendet. Erneut. Ich wollte mich eigentlich in den... Genau. Schön in den Screenübergang reinrollen. Also ich zocke hier gerade auf der PS5 zwar, aber ich glaube auf der PS4 sind die Ladepausen eigentlich nur unwesentlich länger. Wenn überhaupt länger. Hank. Mit dir habe ich auch schon gequatscht. Ich rede trotzdem nochmal mit dir. Okay. Nur mal auf Nummer sicher gehen. Ich will hier ungern Sidequests verpassen. Ich installiere gerade übrigens Mass Effect 2. Ja, jetzt möchte ich mich privat gerne zocken. Den ersten habe ich vor, boah, 3, 4 Jahren oder so mal gespielt. Könnte auch vielleicht 2 Jahre her gewesen sein. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Irgendwas war hier noch. Achso, der Hafen. Der Hafen. War das hier noch, der Hafen? Man sieht da noch aus. So. Nur mal kurz zu dem Schiffer hin. Weil eventuell... Kann er was damit anfangen? Ach, nee, okay. Gut, war auch Zeitverschwendung. Man weiß es halt nicht, ne? Da brauche ich nicht runter. Was haben wir hier? Achso, da, das war nur das Dings vom Finch. Hey. Hi, ich habe hier etwas Endorzym. Können Sie mir daraus ein Gegenmittel machen? Hm, ja, das kann ich. Und aufgrund deiner bisherigen Unterstützung geht das aufs Haus. Das ist aber nett. Fertig, ich habe dieses kleine Betäubungsgewehr damit geladen. Du hast nur eine Handvoll davon. Sieh also zu, dass du nicht daneben schießt. Nein! Scheiße, okay. Oh, wie oft habe ich denn eine? Das Betäubungsgewehr von Holm, die Pfeile enthalten ein Mittel, das die Wirkung von Connors Endorzyn aufhebt, zumindest wenn ich nicht daneben schieße. Okay. Und dich packen wir da hin. So. Ja, ne? Achso, wir können uns noch die Broschüre ansehen, fällt mir gerade ein. Ja, Sensortec 3DS 1200. Achso, ich dachte, ich könnte noch umblättern, aber nein, darf ich nicht. Eines der ältesten, aber auch robustesten Modelle seiner Wolfram-Titanium-Legierung macht dieses Modell äußerst widerstandsfähig und stabil, wodurch es dem Träger übermenschliche Stärke verleiht und Schutz
vor Schlägen und Tritten bietet. Läuft über die Radiofrequenz 107.7. Ah. Okay. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt beim Standbild noch war. Doch, das war bei meinem ersten Aufnahmepart heute, der leider nichts war, weil ich 4 Minuten lang nur aufgenommen habe und dann ein Standbild bekommen habe. Ich habe nämlich ein bisschen mit dem Transmitter rumgefummelt und habe dann nämlich festgestellt, dass der bei 107.7 irgendwie immer aussteigt. Keine Ahnung warum. So, warte mal. Dumm. Sind wir jetzt noch bei der Kreuzung? Aber einmal zu den Schlumps. Und dann mal hier rein. So, gehen wir mal zum Radio. Ich habe Hüpp gesagt. Hüpp. Hüpp. Und ich gebe dich Hup. So, und hier ist der Transmitter. Genau, der ist ja nämlich noch auf 107.8 eingestellt. Ich hoffe mal Maximum Transmit und ihr seht das, ne? Also der geht dann irgendwie bei 107.7 geht er immer raus. Keine Ahnung. Ach, scheiße, kommen wir gar nicht da weg. Mein Fehler. Muss jetzt wieder vorsichtig einmal rüber. So. Perfetto. Gut, jetzt können wir wieder zurück in die Innenstadt zum Polizisten gehen und dann, ja, uns im Bosskampf höchstwahrscheinlich widmen. Eieieiei. Ist das jetzt die Betäubungsknarre oder was ist das? So, Ausrüstung. Jetzt habe ich die Betäubungsknarre, okay. 10 Schuss habe ich. Ja, nur was von der Handvoll erzählt, okay. Wir sind in der Zukunft. Vielleicht hat eine Hand mittlerweile 10 Finger, ne, aber. Ich find's okay. Ups, ich wollte gar nicht hochklettern. Aus hier! Gut, sonst. Ach, ich Idiot! Wobei. Wir können auch in die Innenstadt gehen, weil ich muss ja nochmal zum Richmond. Aber da der Kampf höchstwahrscheinlich sowieso im Industrieviertel stattfinden wird gegen den fetten Roboter, denke ich mir, das ist egal. Sein, das brauche ich dann nach dem Kampf, vorausgesetzt er ist erfolgreich, wieder zurück in die Stadt. Womit ich jetzt erstmal nicht rechne. Es ist aber doch teilweise ein echt weiter Weg, ne? Tipp. So. Und jetzt bin ich bereit. Ich habe die Frequenz. Ich habe die Betäubungsknarre. Wie gesagt, man muss nur doch treffen. Hi. So. Mal kurz speichern. So. Hi. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den Showdown oder musst du noch ein paar Vorbereitungen treffen? Ich hab's geschafft. Ich kenne jetzt die Frequenz deines Zerstörungsarms. Und ich konnte das Gegenmittel besorgen. So. Wunderbar. Solange irgendeine Art von Sender in der Nähe ist, wenn du ihm begegnest, kannst du die Frequenz nutzen, um seinen Arm zu überladen. Und ich konnte das Gegenmittel für Endozyn besorgen. Gut gemacht, Klein. Du hast nur einen Versuch. Jag ihm den Pfeil rein. Dann sollte das Endozyn in ein paar Sekunden neutralisiert sein, um bereits mit ihm aufzunehmen. Gut. Hoffen wir, du hast recht, Klein. Es wäre aber am sichersten, wenn ich zurück ins Industrieviertel gehe. Wenn Connor kommt, um diese Lydia zu holen, wird er früher oder später auf die Schlitzer treffen. Wenn du ihm begegnest, versuche ihn so zu neutralisieren, dass man ihn noch verhaften kann. Es gibt da ein, zwei Dinge, die ich ihm ins Gesicht sage. Aber verlass dich darauf, dass er den Finger nicht vom Abzug lassen wird. Also tu, was du tun musst. Ach so. Ah, okay. War doch gerade da. Naja, ne? Immerhin bleiben wir so fit. Wie groß der Hund ist, ne? Fällt mir jetzt das auf. Wenn sie aufbricht, ist er größer als ich. Achso. Aber ich scheine ja auch einfach im Vergleich zu den anderen Leuten eine sehr, sehr durchschnittsgroße Person zu sein. Vielleicht etwas größer als die durchschnittliche Frau, die hier rumrennt. Aber egal. Und sonst alles klar bei euch. Ich habe heute auch übrigens wieder nicht viel vor. Heute ist wieder ein fauler Tag. Ich mache heute keinen Sport. Nachher gibt es lecker Schichtsalat von der Mama. Und werde dann halt einfach den ganzen Tag zocken. Einfach nur zocken. Ich mag das. Ich mag solche Tage.
Und ich überlege gerade, also Mass Effect würde ich eigentlich, glaube ich, gerne zu einem Wochenendsbeginn einfach mal anfangen. Ich installiere es gerade schon mal auf der PlayStation 3. Weil da braucht man halt Zeit für. Und ja, ich habe mir ansonsten noch als Zweitspiel einfach mein Regal gegriffen. Spiel namens Blood Drive. Das ist, glaube ich, eher so ein Spiel für zwischendurch. Habe ich mir nochmal rausgefischt. Und ja, ich habe gestern Dropship auch durchgeschafft, aber ich habe die letzte Mission mit dem Cheats gespielt, weil das war mir dann zu blöd. Alter, mit meinem Alter, Vater. Okay. Das ist das derjenige, welche, der ich denke, der es ist? Nein. Alter. Was ist los mit dir, Junge? Aua. Das ist so schlecht. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich lasse mich töten. Ganz ehrlich. Hörst du wohl auf. Ich ziehe so viel Energie ab, ne? Das ist so geil. Ohne Scheiß. Das gefällt mir richtig gut. Oh, nice. Ach, ficken! Ich habe schon viel zu viel Energie verloren, ganz ehrlich. Jo, Geist, das ist einfach scheißegal, was ich hier gerade mache. Tritt nochmal. Dankeschön. So. Also können wir mal einmal den Tritt verpassen. Fuck! Okay. Warum ich nicht töten lassen, weil ich einfach tot bin. Mach ficken! Oh, ich halt's echt nicht aus. Alter! Junge. Huch, das war keine Absicht. Ja, und dann gehen wir down. Okay. Lieber in die andere Richtung, wo ich den prügeln. Nach, verflucht. So. Trotzdem mal lieber nach oben lang. Ah, nice. Okay. Also das Aufwerten der Schläge hat sie auf jeden Fall sowas von bezahlt gemacht. Leck mich an der Fort, ey. Heiliger Bimbam. Ach, fick. Nein! Ah, es ist da unten. Ja, das ist jetzt natürlich richtig scheiße, ohne Witz. Boah. Okay. Das ist, für dich ist das richtig scheiße, weil du genau in der Ecke bist. Aber so will ich sie eigentlich am liebsten haben. Das war auch schon mal ganz geil. Speichern wir mal so zwischen. Okay. Tritt mich. Das ist so ein guter Schlag, ne? Meine Fresse. Also das Aufleveln wirklich hat sich sowas von bezahlt gemacht. Eieieiei. Scheiße. Tritt. Der hat nichts für mich. Skandal. Okay, hätten wir das schon mal geregelt. Zack. So, ich glaube, ganz oben war, glaube ich, keiner mehr, oder? Vertue ich mich da gerade? Ah, schaffe ich den Sprung? Ja, den schaffe ich locker. So. Hier war wohl noch jemand. Ha! Suchst du mich? Auch der gibt nichts her, ey. Boah. Wie halt's hier aus? Wie sieht's denn aus mit den. Oh ja, da fehlen noch ein paar Pünktchen. Ah, Pünktchen. Also nochmal testen.
Ich darf das nicht verwenden, okay? Warum nicht? Ich werde hier jetzt ja spacken. Okay, da liegen auf jeden Fall ein paar Leichen. Damit habe ich nichts zu tun. Keine Ahnung, wer du bist, aber jetzt wäre es angebracht, weiterzugehen, Lady. Ich fühle mich hier ganz wohl, danke. Sagt Ihnen der Name Navarro etwas? Ich bin nicht wegen der Talkshow hier, Connor. Zeigen Sie es mir. Ich fühle mich hier ganz wohl, danke. Sagt Ihnen Navarro etwas? Navarro, Hätte ich gewusst, dass er ein Schulmädchen zu seinen Schießereien steht, hätte ich eine Kugel in seinen Schädel gejagt, nicht in seinen Wanz. Tut mir leid, dass du damit reingezogen wurdest, Kleine. Sieht so aus, als wäre meine letzte Botschaft nicht angekommen. Werde ihn wohl eine weitere überbringen müssen. Oi. Okay. Ja. Nun. Habe ich noch welche zu töten? Ich glaube nicht. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Lalalala. Ja, ich überlege, ob ich direkt in den Nahkampf gehen soll, aber ich weiß nicht, ob der mich auch noch anschießt, wenn ich direkt bei ihm bin. Ja, das war dumm. Also unnötig war es auf jeden Fall. Ha, aber ich habe ein Datenschild bekommen. Hihi. Ja, komm. Gehen wir nochmal hin, dann versuchen wir direkt zu fliehen. Komm schon! Bla, bla, bla. Niemals. Never! Oder ob ich jetzt hier was reißen kann? Nein, ich darf nichts reißen. Warum darf ich nichts reißen? Das ist doch scheiße, ist das. Das ist die... Moment, ich will nur noch mal kurz checken. Betäubungsgewehr, ne? Und wo soll ich mir das jetzt genau hinschießen? Zumindest, wenn ich nicht daneben schieße. Weil ich habe jetzt... Alter! Ach so, der heilt sich dann immer ein bisschen. Ja, gut. Unkritisch. Kann sich von mir so viel heilen, wie er will. Wenn er so langsam ist. Ha, wie meine Augments. Wer bist du? Ich bin entweder diejenige, die sie Navarro ausliefert oder die sie erledigt. Stopp, hör zu. Das war mein letzter Job. Sieh mich an. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Sieh doch, ich war bereit aufzuhören. Ich sage die Wahrheit. Lass mich einfach gehen. Ich werde untertauchen. Du wirst mich nie wieder in der Stadt sehen. Ich gebe dir sogar ein bisschen Bares. Lege Implantat oben drauf. Ein Transplantat. Komm schon. Was? Ich soll Erbarm haben? Sie hätten ihre Chance, Zeit zu sterben. Also steht es vielleicht gar nicht so ein übler Deal. Ich nehme alles, dann steht es ihnen frei zu gehen. Ach, scheiße. Was gibt ihr mir denn dann? Fuck, okay. Aufgepasst, dass jetzt keine Verhandlungen ergeben sich. Ja, okay. Ich gehe erstmal darauf ein, dann werde ich ihn gleich nochmal besiegen. Quest aktualisiert, guter Gehör. Netzhaut Zielvorrichtung verpackt aufgehoben. Okay. Dann verpackt die Netzhaut Zielvorrichtung, das Teil ist von Connor, also muss es hochtechnologisch sein. Aha, aha. Okay. Will ich aber tatsächlich nicht machen. Um 8.10 Uhr? Okay. Hier habe ich die Uhr falsch eingestellt. Egal. So. Dran denken, Dennis, da oben ist noch einer, ne? Ich meine, es war ja gediegener Kampf. Das kriegen wir bestimmt normal hin. Achso. Was willst du? Ich muss hier von dem Spack nicht treffen lassen. Und er hat sogar diesmal Geld für mich. Nice. So, das heißt, ich habe ja eigentlich keine Probleme gegen den. Einfach direkt auf den Druff. Hallo. Ja, dann will ich ihn auf jeden Fall lebend fangen. Dann gibt es bestimmt nochmal einen Bonus oben drauf vom Navarro. So, 500 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Bla, bla, bla. Aufgepasst, jetzt ist keine Verhandlung, ergeben Sie sich. Komm schon, was kümmert's dich? Navarro hat mir erzählt, was aus Ihnen geworden ist, wie Sie sich verändert haben, wieso sie sich verändert haben. Sie sind schwach, Connor, selbst wenn ich Sie am Leben lasse, der Nächste wird nicht so gnädig sein. In der Gefängniszelle sind Sie besser aufgehoben. Wer wird Sie denn einstellen, wenn erstmal rauskommt, dass ein dünnes Mädchen Ihnen den Hintern versohlt hat? Hab mich nicht verändert, nur wenige Stellen, die wehtun, wenn ich nicht zurückdenke. Buchte mich ein, bringen wir es hinter uns. Geben Sie mir eine Sekunde, ich will mich nur um ein paar Dinge kümmern.
Gehen wir, es wird Zeit, dass Sie Ihren alten Freund wiedersehen. Geben Sie mir eine Sekunde, damit wir ein paar Dinge kümmern. Du bleibst so lange liegen, ne? So, ich mache hier auf jeden Fall mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns dann gleich im nächsten Part dann wieder. Also, bis gleich!